Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist kurz vor 10. Kinder sind wach und sitzen hier in den Hochstühlen und beobachten, wie die Mama jetzt hier die Glossy Box auspackt. Love is in the air, anlässlich des Valentinstags im Liebesdesign. Ich mag das Design. Die Box sieht cool aus. Doch, die gefällt mir. Aber gucken wir mal rein. Alles wieder sehr stylisch zusammenpassend in diesem schönen rosa-pink-Ton. So, einhändig packen wir hier aus. Gehst du jetzt auf, sag mal. Willst du nicht freiwillig, dann nutze ich Gewalt, um dich aufzumachen. So, es muss wohl an dir liegen. Ja, was muss denn an dir liegen? Wieder mal eine Leseprobe. Wie viele Schmetterlinge passen in einen Bauch? Delia ist sich sicher, Paul ist der Mann ihres Lebens. Doch Paul sieht das ein bisschen anders. Kurzerhand zieht Delia zu ihrer besten Freundin Emma nach London, wo sie nicht nur der hartnäckige Adam, sondern plötzlich auch der abgelegte Paul die Schmetterlinge in ihrem Bauch wieder kräftig in Ballung bringt. Kitsch-Liebes-Kacke. Nix für mich. Danke. 20% Rabatt auf irgendwas. Und da haben wir den Inhalt der Box. Da haben wir L'Oreal seidige Nährpflege ohne Sulfate. Ein Reparaturshampoo für strapaziertes und geschädigtes Haar. Kann ich gebrauchen. Ist okay. Doch, ja, lasse ich mir gefallen. Mal gucken, ob das mein Haar beschwert oder nicht. Das haben wir hier. Ups, fällt mir schon aus der Hand. Rose, das sieht mir nach Seife aus. Ja, aus der Provence, französische Seife. Och, Basti, kannst du quietschen. Riecht auch leicht nach Rose, ist ein angenehmer Duft, gefällt mir. Passend dazu ein echt schicker Nagellack. Der sieht ja wohl geil aus. Catherine Bubbles hat was, aber ist bestimmt so ein Lack, den man blöd von den Nägeln abkriegt. Zumindest alles farblich doch sehr passend irgendwie. Dann haben wir hier Lip Glide Velvet Finish Lip Color von Mimimi. Und wird wohl auch die Farbe haben, die da so drauf ist. Ich schüttel es mal hier raus. Ups! Es hat sich gerade auf dem Boden verabschiedet. Ich habe ihn wieder vom Boden aufgehoben, habe mich gleich angemalt. Das ist die Farbe, gefällt mir passend. Royal Apothec Cream Creme, was? Eine Bodycreme, eine Feuchtigkeitspflege für den Körper. Ist auf jeden Fall ein schickes Design. Mal gucken, riecht sie anständig? Sekunde. So, ich habe sie ausgepackt. So schaut die Tube aus. Ein sehr blumiger, weiblicher, richtig schöner Duft, gefällt mir gut. Sehr, sehr angenehm. Ja, und das war's auch schon. Haben die irgendwas an der Konsistenz dieser Dinger hier geändert? Die fühlen sich so viel weicher an als sonst. Egal, gut. Also, wir haben diese Körpercreme. Wir haben für die Lippen diesen Stift. Wir haben eine rosa Seife, Nährpflege und diesen komischen, interessanten, irgendwie spannenden Nagellack. Ja, das war die ganze Box. Ich bin sehr zufrieden. Mir gefällt sie sehr gut. Alles schön rosa, bis auf die Nährpflege, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Auch die Creme ist nicht so rosa, aber die beiden passen wieder farblich sehr gut zueinander. In Kombi mit den anderen Sachen ist das dann doch sehr hübsch. Was ein Murks, total unwichtig. Nein, die Produkte interessieren mich, sind interessant, passen schön. Ist eine angenehme Kombination. Gefällt mir. Doch, ja, durchaus. Ich bin sehr zufrieden. Merkt man, glaube ich, auch. Wie hat euch die Box gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und mich würde interessieren, wie verbringt ihr den Valentinstag? Also wir werden uns die Kinder schnappen und werden uns in einer Bibliothek aufhalten, denn da ist Bilderbuch-Sonntag oder so für Kleinkinder. Und ich finde, es gibt keine schönere Möglichkeit, den Valentinstag zu verbringen, als mit Ehemann und Kindern. Und das wird bestimmt interessant und lustig. Freue ich mich drauf. Ja, schreibt mir wie gesagt in die Kommentare, was ihr treibt am Valentinstag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!